Roms ältester Marienkirche, ein Fresko von der Frau erzählt, deren Existenz der Vatikan so gern verheimlichen möchte? Die Päpstin Johanna tritt hier groß, streng und stolz in Erscheinung, mit dem Hirtenstab in ihrer Rechten, der priesterlich gekreuzten Stola über ihrem Busen und der päpstlichen Krone auf dem Kopf. Nur ein Sinnbild für die triumphierende Kirche Roms, sagen manche. So soll es sein, wohin man auch blickt. Die einzige Frau, die in der katholischen Hierarchie etwas zu sagen hat, ist und bleibt die Gottesmutter Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Päpstin Johanna hat nicht nur Grauen und Schrecken hervorgerufen, das war in ihrer Zeit der Fall und auch in der Tradition, aber sie war für viele Menschen auch immer die Vision der Möglichkeit einer Veränderung. Johanna steht insofern als Symbol gegen die Unterdrückung der Frau, für die Anerkennung der Würde der Frau und für die Möglichkeit der Veränderung von Strukturen. Aber genau das wollte die Kirche damals nicht zulassen. Woher wusste sie überhaupt, dass eine Frau sich in ihre Männerwelt eingeschlichen hatte? Wie ist Johanna als Päpstin aufgeflogen? Ein Hinweis auf die Päpstin und ihre Enttarnung befindet sich im Petersdom, mitten im Zentrum des Papsttums. In seinem Inneren, am Hauptaltar des großen Architekten Bernini, das Papstwappen. Zu sehen ist aber auch das Gesicht einer Frau. Von Sockel zu Sockel verändert sich ihr Gesichtsausdruck. Erst überrascht, dann von Schmerzen verzerrt. Und das letzte Bild zeigt keine Frau mehr, sondern ein Baby. Diese Papstwappen erzählen also die Geschichte einer Schwangerschaft. Ist es die Geschichte der Päpstin Johanna, die ein Kind geboren hat? Rom im Jahr 858 nach Christus. Die traditionelle Osterprozession zieht durch die Straßen der Stadt. Die Römer verehren ihren jungen Papst. Seit mehr als 2 Jahren bekleidet Johanna dieses höchste Amt der Kirche. Und noch ahnt keiner der Männer und Frauen, welch dunkles Geheimnis ihr heiliger Vater unter seiner Soutane verbirgt. Als Papst wurde Johanna von einem Vertrauten geschwängert. Von vorzeitigen Wehen wird sie überrascht. Auch das berichtet Martin von Troppau. Hatte die Frau, die als Mann getarnt den Thron Petri erobern konnte, für Lust und Liebe alles aufs Spiel gesetzt? Johanna hatte also einen Liebhaber. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Aber sie trieb natürlich ein riskantes Spiel. Kinder zeugen, das war immer möglich für die Männer der Kirche. Aber Kinder kriegen, das war einfach eine Nummer zu viel für einen Papst. Jedenfalls war Johannas Nachfolgern die Geschichte so unangenehm, dass sie ihren traditionellen Prozessionsweg geändert haben. Das war der alte und das ist der neue. An den historischen Tatort erinnert eine kleine Gedenkstätte. Vicus Papissae, die Gasse der Päpstin, nennt ihn das Volk bis heute. Genau hier soll eine Statue der Päpstin gestanden haben. Noch Martin Luther berichtet, zu Rom habe er in Stein gehauen, ein Weib im päpstlichen Mantel gesehen, mit einem Kind im Arme. Was dann aber genau mit der Statue geschah, darüber schweigen die Chronisten. Umso mehr berichten sie über den Skandal, die Schande einer Frau auf dem Papstthron.
Aus glühender Verehrung wird blinder Hass. Männer und Frauen, die ihren segensreichen Papst eben noch bejubelt hatten, werden zum Mob, steinigen Johanna ohne Gnade. Das grausame Ende der Päpstin, die 2 Jahre, 5 Monate und 4 Tage auf dem Stuhl Petri saß. Man kann es nicht fassen. Da haben die Römer nach den ganzen korrupten Kerlen mal eine Lichtgestalt als Papst und dann steinigen sie ihn. Priester, Bischöfe, Kardinäle, sogar Päpste hatten Kinder. Das war ganz normal. Sie gehörten dazu, wie das Amen in der Kirche. Aber bei Johanna, dem weiblichen Papst, werden urplötzlich ganz andere Maßstäbe angelegt. Wie scheinheilig. Was nicht sein durfte, konnte auch nicht sein. Deswegen konnte Johanna gar kein Papst gewesen sein. Eine Frau galt als unwürdig, mochte sie die Männer auch an Gelehrsamkeit überragen. Darüber musste man nicht ernsthaft diskutieren. Oder doch? Johanna hat als Gestalt etwas Subversives. Sie regt die Fantasien an. Sie regt die Fantasien an im Blick auf Möglichkeiten. Was ist möglich an Veränderung? Was ist möglich an Durchwanderung von Strukturen? Was ist möglich an Aufbrechen von Starrheiten, Fixiertheiten in den Institutionen? Aber die Institution Kirche wollte nicht aufgebrochen und verändert werden von dieser Frau. Rom holte zum Gegenschlag aus. Die Legende musste bekämpft werden. Kirchenhistoriker trugen alles Material zusammen, was sich gegen die Existenz der Päpstin ins Feld führen ließ. Mochten auch 500 Chroniken von ihr erzählen, alles unfromme Legende. Für die Kirche existierte die Päpstin nicht mehr. Das war jetzt Gesetz. Rom hatte gesprochen. Die Päpstin Johanna hat es demnach nie gegeben. Eine Illusion weniger. Aber war die Sache damit schon ausgestanden? An Verschwörungsszenarien herrscht auch im Fall der Päpstin Johanna kein Mangel. Tatsächlich könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass gehorsame Mönche den größten Betrugsfall der Kirchengeschichte begingen und die Päpstin aus allen offiziellen Chroniken tilgten. Und man könnte sich auch vorstellen, dass Rom Boten in alle Winkel der christlichen Welt schickte, um den Skandal eines weiblichen Papstes zu vertuschen. In den Verschwörungsromanen eines Dan Brown wäre das sicher möglich. Aber wie geht die Kirche damit um? Müsste sie da nicht widersprechen? Die Kirche geht nicht gegen Verschwörungstheorien an. Sie braucht es doch gar nicht. Also weil Dan Browns Bücher sind historisch ein derartiger Schwachsinn, dass jeder seriöse Historiker das, was Dan Brown schreibt, sofort widerlegt. Die Kirche braucht sich in dem Punkt überhaupt gar nicht engagieren, weil seriöse Historiker im Grunde ihr Geschäft vollständig übernehmen. Vor allem ist noch besser für die Kirche, wenn darunter Protestanten und Agnostiker sind, die einfach harte historische Fakten gegen solche Verschwörungstheorien stellen. Das ist doch ein ganz einfacher Job für die Kirche. Zurücklehnen und andere machen lassen. Und was ist mit den Papstbüsten in Siena? Mit den Gesichtern auf den Altarsockeln im Petersdom? Was mit dem geheimnisvollen Thron im Vatikan? Und der verschwundenen Frauenstatue am Vicus Papisse, wo die Päpstin ihr Kind geboren haben soll? Die Wissenschaft hat auch dafür Antworten parat. Gegen alle Freunde der Verschwörungstheorie. Die Bernini-Skulptur sei nach einer Verwandten gearbeitet. Vermutlich ein Scherz des genialen Künstlers. Der Vicus Papisse wäre benannt nach einer alten römischen Adelsfamilie, den Papes. Und die Witwe hieß eben Papessa. Dass die Päpste diesen Weg bei Prozessionen mieden, liege nur daran, dass die Gasse zu eng geworden sei für den immer prunkvolleren Zug. Die Frauenstatue und die Büste zeigten wen immer, jedenfalls nicht die Päpstin. Und auch die Männlichkeitsprüfung der Päpste sei eine Legende. Den Stuhl dafür hat man zwar tatsächlich seit dem 11. Jahrhundert bei der Papstwahl eingesetzt, aber das habe nur symbolische Bewandtnis gehabt. Um eine Legende zu bekämpfen, wurden neue Legenden geboren.
Eine davon erzählt die Geschichte der Johanna mit überraschendem Happy End. Mutter und Kind überlebten die Geburt und ihre Entdeckung. Die einstige Skandalfrau soll noch viele Jahre in einem Kloster gelebt haben. Und an ihrem Grab hätten sich sogar Wunder ereignet, wie bei den Heiligen. Auch schön. Und heute? Wenn Frauen in der Kirche immer noch von geistlichen Ämtern ausgeschlossen sind, ist das dann eine rein innerkirchliche Frage? Werden die Frauen nicht immer noch diskriminiert? Wie würde eine Kirche aussehen, wenn neben den Männern auch die Frauen Ämter übernehmen könnten? Würde es nicht auch eine Bereicherung sein? Wäre es nicht endlich an der Zeit, dass Frauen in allen Bereichen des Lebens dem Mann gleichgestellt sind? Die Tradition sieht anders aus. Aber sie muss ja nicht auf ewig Tradition bleiben. Hätte eine Päpstin nicht auch heute noch enorme Signalwirkung? Die Geschichte der Päpstin Johanna steht für viele Themen, die die katholische Kirche bis heute umtreiben. Frauenpriestertum, Umgang mit Macht, Liebe, Sexualität. Und vielleicht liegt hier auch die Angst begründet, der römischen Kurie könnte irgendwann einmal ein Weibsbild durchgerutscht sein. Die Zweifel bleiben. Sollte es nicht doch mal eine heilige Mutter gegeben haben? Man ist natürlich fasziniert von dem Ungewöhnlichen. Man will betrogen werden. An Asterix und Obelix ist auch nichts dran, eigentlich. Aber es ist halt viel schöner, als Cäsar zu lesen. Also die nüchternen Quellenbefunde sprechen gegen die Existenz einer Päpstin. Aber auch wenn man Johanna in den Bereich der Legenden verweist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass diese Persönlichkeit, weil sie eine ahistorische Persönlichkeit ist, wertlos ist. Sie gibt Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Und darum brauchen die Menschen immer wieder Figuren wie die Päpstin Johanna. Historisch soll es die Päpstin Johanna also nicht gegeben haben. Aber warum lebt sie dann in den Köpfen der Menschen weiter? In der Kunst, in Romanen und in Filmen. Vielleicht gab es sie eben doch, stellvertretend für alle vergessenen Heldinnen ihrer Zeit. Wichtig bleibt die Botschaft. Johanna wollte sich nicht aussperren lassen, wollte, wie jeder Mann, an Bildung und Wissen teilhaben. Eine Frau, die Grenzen überwindet.